Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Ich grüße Sie alle recht herzlich heute Abend, sehr verehrte liebe Schwestern und Brüder. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Ich weiß noch, als ich einige Bibelabende hier hatte zu Jeremia, und dann sind immer wieder Brüder von hier in der Predigerschulung mit dabei, in Neuwied oder Umgebung, das kann ja auch Altenkirchen oder wo sein. Und so ist das für mich ein Wiedersehen bei Ihnen hier. Drei Abende. Am ersten Abend heute geht es um Luthers Sola Scriptura. Das heißt, es geht um die Bedeutung dessen, dass allein die Schrift das letzte Wort haben soll. Morgen dann um die Verlässlichkeit der Überlieferung und der Handschriften der Bibel. Das heißt, wie ist denn das zu bewerten, dass die Bibel über 2500 Jahre von Generation zu Generation weitergegeben wurde, einmal mehr geschätzt, einmal weniger. Und dann am Sonntagmorgen die Bibel, viele Bücher, ein Thema. Was wir hier haben, ist ja eigentlich eine ganze Bibliothek. Und wenn ich einmal rein unter historischen Gesichtspunkten da sehe, dass uns solch eine Sammlung von Schriften aus dem fernen Altertum bewahrt ist, ist an sich ein Wunder. Aber die Frage ist, kann man sich darauf verlassen? Und dann, was hält denn das Ganze zusammen? Es muss ja mehr sein als der Einband, der da herum ist. Dass man Bücher so herstellt, man nennt das einen Kodex, das ist ja etwa erst seit 100, 120 nach Christus der Fall. Vorher waren das alles Schriftrollen, ein Buch auf einer Rolle, bei den kleinen Propheten vielleicht auch alle 12, man nannte sie ja deshalb auch die 12 auf einer Rolle. Aber das Ganze war ja schwer zusammenzuhalten, es muss also etwas geben, so etwas wie ein Band, eine Schnur, die das alles zusammenhält, oder aber, man kann es auch anders sagen, es ist ein gemeinsames Anliegen, ein gemeinsames Thema, das sich von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel hindurchzieht. Und die Frage wird am Sonntagmorgen sein, was ist das? In den 70 Minuten, so hat Bruder Wilhelm Rhein gesagt, die ich heute Abend haben soll, möchte ich 4 Gesichtspunkte ansprechen. Der eine ist die Grundlage und die Zusammenfassung der reformatorischen Botschaft. Er sagt in der Vorbereitung, du kannst auch die verschiedenen Punkte aufnehmen, sola scriptura. Ich erkläre das Lateinisch, haben Sie keine Angst. Solus Christus, sola gratia, sola fide. Das wäre an sich schon ein Abend, aber ich habe mich dann entschlossen, ja, das soll am Anfang stehen. Und dann will ich zeigen, wie die Heilige Schrift die Kraftquelle der Reformation gewesen ist. Aber wie ist es dazu gekommen? Das ist dann das Dritte. Luthers Weg zur Bibel und sein Umgang mit ihr. Und schließlich als Viertes, sola scriptura, allein die Schrift. Wie gehen wir heute mit ihr um, sie recht zu verstehen? Ob ich diesen letzten Teil noch ganz dann besprechen kann oder ob ich sage, jetzt ist Zeit, es ist warm. Viele von Ihnen waren bei der Arbeit heute, ich denke nicht nur an die Männer. Die Frauen haben daheim auch zu arbeiten gehabt, vermute ich wenigstens einmal, ja. Besonders jetzt, nachdem die Ferien beginnen und die Kinder daheim sind, da fängt für die Mütter die Arbeitszeit an. Deshalb werde ich aufhören, wenn es Zeit ist, haben Sie keine Angst, damit Sie nicht überbeansprucht werden an diesem ersten Abend. Also unser erstes Thema,
sola scriptura, die Grundlage und Zusammenfassung der reformatorischen Botschaft. Allein die Schrift, das ist die Basis und das ist das Motto der Reformation. Und es ist großartig, dass Sie durch diese Bibelausstellung und die begleitenden Abendvorträge darauf hinweisen. Denn alle reformatorischen Kirchen oder Gemeinden, ich weiß, das Wort Kirche ist für Sie hier ungewohnt, aber es ist für mich einfacher. Sie sind im biblischen Sinn auch Kirche, Ecclesia Jesu Christi. Gleich, ob diese nun lutherisch, reformiert, Täufer oder Anglikaner sind, sie gründen sich auf diese Überzeugung allein die Schrift. Und das verbindet sie. Denn ohne Schrift keine Reformation. Ohne Reformation keine evangelische Kirche oder soll ich sagen Kirchen und Gemeinschaften, Gemeinden. Sieht man auf Westeuropa um 1510, also vor der Reformation, und dann wieder um 1550, das heißt nachher, zu der Zeit des Konzils von Trient, als die römisch-katholische Kirche nun sagte, und was gilt jetzt für uns? Dann nimmt man in diesen 40 Jahren bedeutende Veränderungen wahr. Ich greife nur eine auf. Waren vorher Papst, Bischöfe und Kirche die dominierenden Kräfte? Dann ist jetzt deren Kraft gebrochen oder wesentlich eingeschränkt. Neben der römisch-katholischen Kirche hatten sich eben neue Kirchen gegründet. Ich habe schon erwähnt, lutherisch, reformiert, täuferisch, anglikanisch, zwischen denen es noch einmal Unterschiede gab. Und dabei ist nun dieses Stichwort allein die Schrift nur der Anfang einer Reihe von Stichworten, die dieses Anliegen der Reformation aufnehmen. Da kommt dann Solus Christus, allein Christus. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das heißt, dass man jetzt keine Heiligen, keine Reliquien und so weiter mehr bedurfte. Allein die Gnade. Mehr bedarf es nicht, um selig zu werden. Und diese erfasst der Glaube, allein der Glaube. Ich habe ein fünftes hinzugefügt, soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und diese vier oder fünf kurzen Sätze, Worte eigentlich, fassen das Grundanliegen der Reformation, das Grundanliegen Martin Luthers zusammen. Und dabei ist, wie wir gleich sehen werden, die Reihenfolge nicht unmaßgeblich. Denn nicht nur zielt die ganze Heilige Schrift auf Christus hin. In ihm, so schreibt der Apostel Paulus, in alle Gottesverheißungen Ja und Amen. Oder wie wir im Hebräerbrief gleich am Anfang lesen, nach dem Gott vielmals und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den, der der Sohn ist. Er ist das letzte Wort Gottes. Ohne die Heilige Schrift wüssten wir eben nichts von Christus. Gäbe es kein Christentum, gäbe es keine Kirche. Ich erinnere an diesen Vers von Graf von Zinzendorf, der sagt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten,
Worauf soll der Glaube ruhen? Der nächste Satz geht mir immer etwas schwerer über die Lippen. Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Wirklich, wo man die Bibel nicht kennt und nicht hat, kennt man auch Jesus nicht, gibt es keinen Zugang zur Gnade und zum Glauben. Und deshalb gehört zur Mission, zur Weitergabe und zur Ausbreitung des Glaubens an Jesus Christus immer auch die Weitergabe der Heiligen Schrift. Was es heißt, wenn Menschen Christen werden ohne Bibel, wenn Gemeinde entstehen ohne Schrift, haben meine Frau und ich in Papua-Neuguinea erlebt, wo wir nur kleine Geschichtenbücher hatten. Und es war ein Fest, als ein kleines Heft erschien, Galaterbrief. Und ich bin ihn dann gleich in der Bibelschule mit den Schülern, die eigentlich Älteste der Gemeinden werden sollten, durchgegangen. Und dann merkte ich, wie schwierig es ist, Worte zu finden, um das, was da steht, in ihr Denken, in ihr Leben hineinzubringen. Wenn sie die Bibel in eine Sprache hinein übersetzen, wo es kein Wort für Gnade gibt, weil es gnadenlos ist, kein Wort für Friede, um nur zwei zu nennen. Also, damit wird Jesus nicht zurückgestellt, im Gegenteil, die Schrift macht Jesus groß und will Leser und Hörer zu ihm hinführen. Und so lesen wir im Johannesevangelium, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit, ich übersetze lieber die Treue Gottes vom hebräischen Emet her, ist in Jesus Christus geworden. Heute wird die Bibel weitgehend als eine Sammlung von Werten gelesen, an denen wir uns halten, Klammer auf, oder nicht halten, Klammer zu. Unser Innenminister, Herr de Maizière, sagte, die Bibel sei der Kitt unserer Kultur und Gesellschaft. Aber davon sieht man wenig. Und dann, wenn man es von daher sieht, dann entsteht der gute Mensch, der Gnade und der eigentlich auch Jesus gar nicht mehr bedarf. Wer aber die Bibel mit Jesus, und zwar dem Gekreuzigten und Auferstandenen, liest, der merkt, dass er dem Gesetz Gottes nie genügen kann. Und da gilt dann, wenn wir wirklich die Bibel lesen, was Luther in diesem einen Lied sagt, mein gute Werk, die galten nicht, ich war samt ihnen verloren. Deshalb Jesus finden bedeutet die Gnade finden. Und diese Jesusgnade ist nicht ein psychologisches Konzept oder eine Lebenshilfe angesichts der Überforderungen der Leistungsgesellschaft, in der ihr Männer ja drinsteht, sondern die Gnade Gottes in Jesus Christus besteht darin, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns, für mich zur Sünde gemacht hat, damit ich in ihm die Gerechtigkeit habe, die vor Gott gilt. Natürlich umfasst diese Gnade Gottes auch alles, was wir zum Leben brauchen. Essen, Trinken, Arbeitsstelle, gute Freunde, Gesundheit, Arbeitskraft, Familie, Verwandtschaft. Bewahrung vor Naturkatastrophen. Ich erinnere bloß an gestern Abend in Norddeutschland.
Frieden, Sicherheit. Aber diese das Leben erhaltenden Gnadengaben Gottes zielen nur darauf hin, dass wir das Zentrum der Gnade erfassen, nämlich die Vergebung der Sünde. Gnade ohne Vergebung ist keine Gnade. Und diese Gnade ist für mich völlig frei. Sonst wäre es keine Gnade. Ich darf noch mal anknüpfen an die Situation in Papua-Neuguinea. Man hatte für Gnade ein Wort genommen, Mari Mari. Und das bedeutete eigentlich aus der Geschenkpraxis der Kultur heraus, wenn du mir etwas gibst, dann gebe ich dir etwas. Das heißt, wer nichts geben kann, bekommt nichts. Und das im Galaterbrief. Und das führte zu einem völlig falschen Verständnis. Nur für Habende, nur für Gute gibt es diese Gnade der Vergebung. Und da merkte ich, als ich mit dem Erklären allein komme ich nicht weiter. Das braucht lange, lange Zeit, bis Menschen das begreifen. Für uns frei, für Gott teuer. Sie kostete das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, am Kreuz. Seine Sonne lässt Gott über die Guten und Bösen aufgehen, wie Jesus sagt. Aber der Kern, das Zentrum der Gnade, die Vergebung der Sünden gibt es nur in Jesus. Um seinetwillen vergibt mir Gott alle meine Sünden, auch meine sündige Art, mit der ich mein Leben lang zu kämpfen habe, als Christ. Und wo Gott vergeben hat, da gedenkt er auch nicht mehr an diese Sünde. Also brauche ich mich auch nicht mehr damit zu beschäftigen. Und diese Gnade der Vergebung reicht über das Grab, über den Tod hinaus bis in die Ewigkeit und rettet im letzten Gericht. Das ist eine Zusammenfassung dessen, was der Heidelberger Katechismus in Frage 56 sagt. Was ist denn die Gnade? Nur diese Gnade gehört uns nicht automatisch wie der Schein der Sonne und der Regen, der vom Himmel kommt. Jetzt warten wir auf Regen. Sondern man erlangt sie durch den Glauben. Dieser Glaube ist etwas ganz Persönliches. Und er kann nur da entstehen, wo Gottes Wort als Evangelium von Jesus Christus verkündigt und dann auch aufgenommen wird. Ohne Schrift kein Glaube, denn dieser Glaube kommt aus dem Hören, Klammer auf, der Verkündigung, Klammer zu, und die Verkündigung aus dem Wort von Jesus. Römer 10, 17. Und dieser Glaube lenkt nun den Blick weg von uns selbst und unseren guten und unseren schlechten Seiten. Wir können ja bei beidem hängen bleiben, bei unserem Guten oder bei unserem Schlechten. Und er lenkt ihn hin auf Jesus. Ich weiß nicht, ob dieses Lied bei Ihnen in Ihrem Liederbuch ist, wo viele Lieder drin sind, die ich so schätze, wo es dann in der zweiten Vers heißt, der Glaub sieht Jesus Christus an. Der hat genug für uns getan. Er ist der Mittler worden. Glaube heißt nicht auf mich sehen, sondern auf ihn sehen. Das ist Glaube.
Das Lied beginnt, Peter wollte gerade nachschauen, es ist das Heil uns kommen her aus Gnad und lauter Güte. Das ist das. Aber wenn es um Glauben geht und um Gnade geht, geht Martin Luther noch einen Schritt weiter. Solange ich auf Jesus sehe, ist er dort und ich bin hier. Und nun sagt Luther, im Glauben werd ich mit Jesus eins. Ich habe dieses lange Zitat hierhin projiziert, weil ich weiß, es ist schwer zu folgen sonst. Aber er knüpft hier in seiner Art bei einer menschlichen Erfahrung an. Nämlich, dass wir im Glauben mit Christus eins werden, wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Ich lese, aus dieser Ehe folget, wie Paulus sagt, dass Christus und die Seele ein Leib werden. Ebenso werden auch beider Güter Glück und Unglück und alle Dinge gemeinsam. So das, was Christus hat, das ist der gläubigen Seele eigen. Und was die Seele hat, wird Christus eigen. Christus hat alle Güter und Seligkeit. Sie sind jetzt der Seele. Wenn er Seele sagt, dann meint er nicht irgendetwas in uns, sondern meint damit den ganzen Menschen. Ich könnte auch Mensch sagen. Und was der Mensch, die Seele hat, hat wird Christus einig. Christus hat alle Güter und Seligkeit. Die sind jetzt der Seele eigen, mir. Und die Seele hat alle Untugend und Sünde auf sich. Und die werden jetzt Christus eigen. Er sagt an einer Stelle, das ist ein fröhlicher Tausch. Wenn er sich dann der gläubigen Seele Sünde durch ihren Brautring selbst zu eigen macht und nichts anders tut, als hatte er Jesus meine Sünden getan. Und so müssen die Sünden in ihm verschlungen und ersäuft werden. Und so wird die Seele von allen ihren Sünden nur durch ihre Verlobungsgabe, das ist des Glaubens halber, ledig und frei, mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christus begabt. Wir kennen das. Nun, dieses Einswerden mit Christus bedeutet nicht, dass wir mit ihm verschmelzen. Nicht wahr, wenn die beiden geheiratet haben, sie bleiben die zwei Personen, Mann und Frau. Und doch sind sie eins. Und so bleiben wir und Christus je die Person, die wir sind. Und doch sind wir eins. Und dieser unbegreifliche Tausch hat stattgefunden. Und somit schließt sich nun dieser Kreis, den ich hier aufgezeigt habe. Aber wie kommt es dazu? Man kann das ganze Evangelium gehört haben, die ganze Bibel gelesen haben und für richtig halten und sich doch nicht mit Jesus verbunden haben. Wo Menschen an Jesus Christus und an die Gnade der Vergebung glauben, da ist ein Wunder geschehen. Da ist Gott selbst am Werk. Ich kenne keine bessere Beschreibung dessen, was da geschieht, als was ich im Heidelberger Katechismus finde in Frage 21. Was ist wahrer Glaube? Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat.
Und jetzt kommt's, sondern ein herzliches Vertrauen, durch welches der Heilige Geist durchs Evangelium sola scriptura in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Schauen Sie, hier haben Sie all das drin, was wir vorhin hier gesehen haben. Ich wiederhole das noch einmal. Dieses herzliche Vertrauen, wie es eine Braut ihrem Bräutigam entgegenbringt und umgekehrt. Welches der Heilige Geist durch das Evangelium wirkt. Wie wirkt der Heilige Geist? Durch das Evangelium. Und wer das erfährt, für den gibt es nun nur diese eine Antwort, die ich vorhin in Klammern ganz ans Ende gestellt hat: Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Oder wie Paulus es sagt, wo bleibt nun der Ruhm? Er sagt, es ist ausgeschlossen. Draußen vor der Tür für mein Rühmen, für meine Ehre, gibt es da keinen Platz mehr. Nämlich durch den Glauben. Denn alles, was ich habe, alles, was ich bin, habe ich aus Glauben geschenkweise empfangen. Und deshalb kann der Apostel Paulus dann sagen, und wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Jetzt darf ich Sie mit nach Nordamerika nehmen. Ich habe etwa 7 Jahre meines Lebens in Nordamerika gelebt. Einer der größten Theologen Nordamerikas war Jonathan Edwards. Und Jonathan Edwards sagte, wie können wir Gott am meisten loben? Und er antwortete, und ich weiß, eine ganze Anzahl hier haben in der Schule Englisch gelernt und für die ältere Generation werden wir es dann übersetzen. We praise God most when we need him most. And where would we need him more than for the forgiveness of our sins? Wie können wir Gott am meisten loben? Wir loben ihn da am meisten, wo wir ihn am meisten brauchen. Und wo brauchen wir ihn mehr als bei der Vergebung unserer Sünden? Wer kann Sünden vergeben als allein du, heißt es im Psalm 130. Allein er. Oder wir denken an das Gespräch Jesu mit den Pharisäern. Wer ist denn der, dass er Sünden vergibt? Das kann doch nur Gott. Und dieses war der erste Teil, in dem ich jetzt einmal so zusammengefasst habe, worum es in der Reformation geht, und ich denke, ich kann sagen, das ist kirchenübergreifend, ob lutherisch, reformiert, Täufer, Anglikaner, all das, was sich evangelisch oder protestantisch nennt. Ich weiß, dass wir dann, jeder dann noch sein eigenes hat, aber das verbindet uns. Und nun zum Zweiten, die Heilige Schrift als Kraftquelle der Reformation. Ich habe hier das Zentralanliegen aufgezeigt. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, dass mit diesen 5 Soli Martin Luther das gesamte bisherige kirchliche System aus den Angeln hob. Wie war das möglich?
Der Grund ist und bleibt sola scriptura, allein die Schrift. Er hat sich immer wieder in den Streitgesprächen, in die er hinein musste, darauf berufen: Ich bin Doktor der Heiligen Schrift. Und allein mit diesen Mitteln, den ihm sein Beruf in die Hand gab, die Heilige Schrift, hat er nun das ganze System aus den Angeln gehoben. Und dann muss er schließlich im April 1521 vor dem Reichstag in Worms erscheinen. Es ist der 18. April, später Nachmittag, eigentlich schon Abend, 18 Uhr, als der Offizial Dr. Eck ihn vor dem Kaiser und all den Fürsten, die da versammelt sind, das letzte Mal fragt, ob er seine Bücher nicht widerrufen wolle. Und man will eine einfache Antwort, ohne Trugschlüsse, ohne Bissigkeiten. Und dann antwortet er: Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, dass es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Die Worte: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, finden sich nicht in den Quellen. Sie sind schön, sie sind richtig, sie sind gut. Aber nach allem, was wir an Quellen haben, hat er sie nicht gesagt. Das heißt nicht, dass Sie das nicht verwenden dürfen, wenn es die Situation erfordert. Wenn Sie das hier ansehen, dann sehen Sie, dass Luther dreimal die Schrift anführt. Die Zeugnisse der Schrift, dann Stellen der Heiligen Schrift, und dann spricht er gefangen in dem Wort Gottes. Das war die Schrift, die Bibel war für Luther der archimedische Punkt, die absolut respektierte Instanz, gegen die er einfach nicht angehen konnte und wollte und durfte. Für ihn war die Schrift nicht ein Buch wie alle Bücher, sondern eine lebendige Kraft. Er sagt: Ich bin in meinem Gewissen gebunden und gefangen in dem Wort Gottes. Dahinter steht ein langer Kampf. Es wird oft so getan, als ob von heute auf morgen über Nacht Luther zu diesen Erkenntnissen gekommen sei. Ich habe in den letzten Wochen in Vorbereitung auf diese Tage sehr viel gelesen, bis er zu diesem Entschluss kam und zu diesem Standpunkt, von dem er nicht mehr loskam, sind etwa 8, 10 Jahre vergangen. Es war ein Ringen, ein heißer Kampf. Und in diesem Kampf erwies sich die Schrift als stärker als alle anderen Faktoren. Es wird gerade jetzt im Reformationsjubiläum viel hingewiesen auf die Freiheit, die Luther uns gab. Aber Luther hat diese Freiheit nur, weil er zugleich gebunden ist in seinem Gewissen an die Heilige Schrift.
Ja, er sagt, er ist im Wort Gottes gefangen. Auch dieses gefangen in dem Wort Gottes. Das heißt, da fand ein Kampf statt. Und er musste sich schließlich ergeben. Und ließ sich von diesem Wort binden. Und so hoch er das Gewissen schätzt, und das müssen wir auch heute sagen, das Gewissen ist nicht letzte Autorität, hat nicht letzte Macht. Das Gewissen ist nicht Gott, wie es der römische Philosoph Seneca sagte oder der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Gewissen kann irren, Gewissen kann krank machen, Gewissen kann quälen. Das Gewissen muss sich immer an einer höheren Autorität orientieren. Und nun ist es Zeit, dass wir fragen, wie kam es denn, dass Luther zu dem Punkt kam, wo er sagt, ich bin von der Heiligen Schrift gefangen. Entschuldigung. Na? Vorher bemerke ich mir nur nebenbei, dass wir sehr vorsichtig sein sollten zu sagen, ich stehe auf der Bibel. Ich stehe nicht auf der Bibel. Wenn ich das, was Luther hier sagt, ernst nehme, dann kann ich nur sagen, ich stehe unter der Schrift. Sie ist Herr. Sie hat das letzte Wort. Ich bin Knecht. Oder wie Paulus es sagte, ich bin Diener des Evangeliums. Der spätere Tübinger Professor für Neues Testament, man kennt ihn heute kaum noch, Adolf Schlatter, war 1892 auf Geheiß des Kaisers vom Kultusminister als Vertreter einer positiven Theologie an die liberale theologische Fakultät in Berlin beordert worden. Ich habe es extra heute noch einmal nachgelesen in seiner Biografie. Einer seiner Kollegen war der Vater der neueren liberalen Theologie, Adolf von Harnack. Als Harnack im Kreis der anderen Professoren einmal äußerte, vom Kollegen Schlatter unterscheidet mich nur die Wunderfrage, rief Schlatter temperamentvoll aus, nein, die Gottesfrage. Bei der Schriftfrage geht es eben nicht um diese oder jene Jahreszahl oder Ähnliches. Ich wundere mich manchmal, mit was man alles kommt und sagt, wie können wir glauben, wenn das so nicht ganz aufgeht. Es geht um Gott selbst und um das Heil. Und deshalb steht sie in der Reformation an erster Stelle, denn damit steht und fällt alles andere. Auf diesem Hintergrund nun fragen wir, wie kam es nun zu Luthers Weg zur Bibel? Und was kennzeichnete seinen Umgang mit ihr? Die Vorstellung, dass Luther in einer plötzlichen Erkenntnis zur reformatorischen Einsicht gekommen sei, entspricht nicht der Wirklichkeit. Ich habe schon gesagt, Luthers Ringen zur Überwindung der römisch-katholischen Theologie seiner Zeit
und dauerte nach dem, was ich herausgefunden habe, etwa 13 Jahre. Er zog sich hin, etwa vom Jahr 1506, 1505 trat er ins Kloster ein, bis zum Jahr 1520. Und auch dann waren noch nicht alle Fragen gelöst, sondern zur Neugestaltung von Kirche, Gemeinde, des Lebens und so weiter braucht er noch weitere 20 Jahre. Und wenn man nun Luther beobachtet, dann ist das Wachstum in der Erkenntnis, in der reformatorischen Erkenntnis, untrennbar mit seinem Wachstum in der Erkenntnis der Heiligen Schrift verbunden. Und deshalb muss man fragen, wie fand er denn zur Bibel? Und jetzt müssen wir einmal uns aus unserer Zeit herausbegeben. Ich bin überzeugt, jedes von Ihnen hat wenigstens zwei oder drei Bibeln zu Hause. Stimmt's? Und dann haben Sie noch eine Bibel auf dem Smartphone. Stimmt's? Und jedes von Ihnen kann die Bibel lesen. Das ist auch etwas, was es in vielen, vielen Ländern nicht gibt. Das ist bei uns erst in den letzten, sage ich einmal, 200, vielleicht 250 Jahre, aber ich denke 250 ist schon zu hoch gegriffen geschehen. Nein, bei Luther war das anders. Es war schon etwas Besonderes, als er eine Bibel fand. Und diese Bibel wurde sein einziger Freund in seinen einsamen Stunden. Und dann, nachdem er etwa seit 1506 um und mit der Bibel errungen hatte, kam er Ende April des Jahres 1521 nach dem, was ich eben erzählt habe, er vor dem Reichstag in Worms gewesen ist, auf die Wartburg. Er hatte dort eine Anzahl anderer Arbeiten erst zu erledigen. Nicht wahr, das war für ihn eine großartige Zeit, wenn ich es mal so sagen will. Er hatte von Mai bis Dezember Zeit, alles aufzuschaffen, was auf dem Schreibtisch war. Großartig. Und jetzt wandte er sich der Bibel, dem Neuen Testament zu. Und es geschah etwas, was mir heute noch unverständlich ist. In 11 Wochen übersetzte Martin Luther das ganze Neue Testament aus dem Griechischen. Es gab damals nur 2 Ausgaben des griechischen Neuen Testamentes, beide von Erasmus herausgegeben, beide mit sehr mangelhaften Bibeltexten. Ich werde morgen ein Wort dazu sagen. Die letzten Verse, die Offenbarung hatte Erasmus gar nicht, die erbat er von einem Freund in Tübingen. Und die letzten Verse der Offenbarung fehlten, sodass sie aus der lateinischen Übersetzung der Vulgata in das Griechische zurückübersetzte. Nun, diese erste Auflage des griechischen Neuen Testamentes war 1516 erschienen, die zweite 1519. Das schien wie gemacht für Luther damals. Er hat in diesem Alter noch Griechisch gelernt. Und beim Übersetzen griff er auch immer wieder zu der lateinischen Übersetzung, die Erasmus mit vielen Anmerkungen versehen hatte.
Wie konnte er das in 11 Wochen machen? Ohne Computer. Alles handschriftlich. Allein das ist eine enorme physische Leistung. Nun, er hatte 12 Jahre lang ungezählte Stunden in und mit der Bibel gelebt. Nicht nur, dass er sie ausgelegt hätte, sondern gerade in den Stunden der Anfechtung, sei es aus Angst vor dem Richter Christus, sei es aus Zweifel und Anfechtungen darüber, ob er erwählt sei. Die Bibel war Luther nicht nur ein Buch der Vergangenheit. Er las die heiligen Schriften, als wären sie gestern geschrieben. Als tröste und mahne Gott darin ihn allein. Ja, erst diese staunende Grunderkenntnis in der Bibel redet Gott, gab ihm die volle Freiheit, sie dann in seiner eigenen Sprache zu entfalten in der Übersetzung. Und deshalb berief er sich immer wieder darauf, dass er Doktor der Heiligen Schrift sei. Und er benutzte all die Mittel und all die Kenntnisse, die ihm in seiner Zeit zur Verfügung standen und die er auch in einer außerordentlichen Weise beherrschte. Die Bibel war für Luther das Fundament der Kirche, an dem alles andere zu messen war. Und dabei war die Bibel in der Kirche seiner Zeit völlig verdeckt. Selbst Theologieprofessoren wie sein Kollege Karlstadt lasen die Bibel nicht. Die Bibel spielte im Theologiestudium keine Rolle, hatte keinen Platz. Auch im Allgemeinen nicht im Kloster. Und doch war sich Luther bewusst geworden, ich zitiere, ein falsch ausgelegtes Schriftwort kann größte Verwirrung schaffen. Schon während seiner Jugend war Luther im Gottesdienst, in der Liturgie der Kirche und in den Lesungen auch durch manche Postillen. Postillen sind Predigtsammlungen, die es gelegentlich gab, mit der Bibel in Berührung gekommen. Doch nach seinen eigenen Worten hat er bis zum 20. Lebensjahr keine Bibel gesehen. Er war schon Magister der Rechte, als er in der Bibliothek der Universität in Erfurt auf eine Bibel stieß. Und das Erste, was er in dieser Bibel las, war die Geschichte Samuels. Er selbst sagte einmal, die Anfechtungen haben mich in die Bibel hineingetrieben. Er war ja Mönch geworden. Und als Mönch sollten sie ein sündloses Leben führen und er merkte, das geht nicht. Auch meine guten Werke kommen aus keinen guten Gedanken und Motiven. Mein gutes Werk, die galten nichts. Allerdings stehen wir auch heute noch vor der Frage, was und wer Luther darauf brachte, sich in seinen Anfechtungen der Bibel zuzuwenden. Vermutlich war es sein Beichtvater und Freund Johannes von Staupitz, der zugleich der Führer, der Leiter der Augustiner-Ordenskongregation in Deutschland war und zugleich Professor der Heiligen Schrift an der Universität in Wittenberg. Nun, im Kloster hat er einerseits die Ordensregeln, aber jeder Novize
hatte eine Bibel bekommen. Auch er erhielt eine rot eingebundene Bibel. Und er machte sich damit so vertraut, dass er wusste, was auf jeder Seite und was an jeder Stelle stand. Und so brachte Luther es zu einer ganz außerordentlichen, phänomenalen Bibelkenntnis. Also die Bibel war da im Kloster, aber nach all dem, was wir wissen, wurde sie nicht gelesen. Er sei der einzige Mönch gewesen, der in Erfurt die Bibel las. Und mit dieser Bibel hat er gelebt. 1533 sagt er, dass er seit etlichen Jahren jedes Jahr die Bibel zweimal durchgelesen habe. Und alle Ästlein die an diesem Baum abgeklopft. In dieser Liebe und in dieser Leidenschaft zur Bibel war Luther eine Ausnahme. Nicht wahr, Staupitz, den ich eben nannte, war sein Beichtvater. Und Staupitz war einer der wenigen, die auch mit der Bibel lebten. Und wie er merkte, wie Luther sich mehr und mehr in die Bibel hineinlas, gab er die Anweisung, dass man ihn von den niedrigen Diensten der Mönche, also vom Putzen, vom Betteln und was so zum Mönchsleben gehörte, befreie, damit er mehr Zeit habe zum Studium der Bibel, damit er ein guter Text und Stellenkenner werde. Ob man ihm im Kloster, wie es gesagt wird, wir haben keine schriftlichen Quellen dafür, tatsächlich die Bibel weggenommen hat, sodass er sie nur noch in seiner freien Zeit oder im Geheimen lesen konnte, muss dahingestellt bleiben. Aber sie wurde Luther zum Freund. Sie wurde Luther zur zweiten Heimat. Er las sie nicht nur, er lebte in der Bibel. Und das war die Absicht seines Lehrers Staupitz. Er las sie. Er las sie wieder und las sie abermals. Und Staupitz bemerkte das. Luther hatte das, was wir ein fotografisches Gedächtnis nennen. Also man schaut auf eine Seite und hat die ganze Seite im Kopf. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Diese Bibel, die ich hier habe, ist total zerlesen, aber sie ist mir kostbar. Zum einen habe ich überall Anmerkungen drin, Verbindungen hergestellt und so weiter und so weiter. Sie ist kein Schmuckstück mehr. Sie ist für mich die Arbeitsbibel, die mich seit vielen Jahren begleitet. Und oftmals weiß ich nicht die Seite, aber ich weiß, rechts oben auf der Seite, da steht das, was ich suche. Und wenn Luther ein Kapitel las, dann hat er sich im Kopf in wenigen Worten zusammengestellt, das ist hier gesagt. Staupitz hatte ihn vermutlich schon sehr früh als Nachfolger auf der Bibelprofessur in Wittenberg vorgesehen. Ich habe vorhin die Frage gestellt, was war es, das ihn in seinen Glaubensnöten und in seinen Anfechtungen die Bibel hineintrieb. Und ich sagte, vermutlich Staupitz. Später sagt Luther einmal, ich habe all mein Ding von Staupitz. Er nimmt das nicht für alles für sich in Anspruch. Und er hatte nun eine besondere Gabe, kann man sagen, zum Bibellesen.
Er ging davon aus, dass man die Bibel meditieren muss, dass man diese Worte gleichsam wiederkäuen muss. Und dann empfinde man etwas von ihrem eigenen Geist. Wissen Sie, Sie haben, sind ja, also Ihre Großväter oder Urgroßväter, vermute ich mal, waren alle Bauern, ja? Die wussten noch, was Wiederkäuen ist. Wissen Sie es noch? Ich wuchs in einem kleinen, auf einem kleinen Bauernhof im Fränkischen zwischen Schweinfurt und Coburg auf. Und im Winter gab es einen warmen Platz im Haus, und das war der Kuhstall. Und wenn es mich froh, dann bin ich Bub manchmal in den Kuhstall reingesessen, habe die Kühe beobachtet. Kühe füttern dauert etwa eine Stunde, 5 Viertelstunden. Und dann liegen sie da. Das Futter kommt erst, die Kuh hat 4 Mägen in den Pansen. Und dann ist es, wie wenn sie rülpst, man sieht es am Hals, oder beim Schaf ist auch so, da kommt was hoch. Und jetzt sitzt sie da, liegt sie und käut und kaut und kaut und kaut. Und so Luther, die muss man wiederkäuen. Und dann sagte er, die Schrift ist ein Garten voller Nüsse. Und die Nüsse, die muss man knacken, um an den süßen Kern zu kommen. Werden Sie nicht ungeduldig, wenn Sie nicht immer alles gleich verstehen? In den Predigerkursen habe ich es schon manchmal gesagt, ich trage manche Fragen, die Bibel, die Theologie, den Glauben betreffend, jahrelang mit mir herum, bis ich eine Antwort finde. Man braucht Geduld. Und dabei ging er bei der Auslegung immer sehr sorgfältig vor. Er fragte nach dem historischen Hintergrund. Er lernte noch im Alter Griechisch und Hebräisch, wobei ich nicht sage, dass das das Allheilmittel ist. Ich werde nächstes Jahr einen Griechischkurs mit einigen der aus dem Predigerkurs beginnen, die mich gebeten haben, aber ich habe ihm gleich gesagt, denkt nicht, dass ihr dann weniger Fragen und Probleme mit der Bibel habt, dann fangen sie erst an. Aber er wollte ja die Bibel ins Deutsche, er wollte sie für die Deutschen, er wollte es haben, dass David Deutsch spricht, dass die Psalmen und die Propheten Deutsch sprechen. Und deshalb brauchte er die Sprachen. Ja, ihm ging es auch so, schwierige Bibelstellen konnten ihn in Gedanken lange Zeit beschäftigen. Und dazu kam bei Luther eine tiefe Demut. Die Demut, die sich daran zeigt, dass man in die Bibel herangeht, nicht in der Haltung, ich weiß ja schon alles. Sondern da gibt es noch so viel für mich zu entdecken und zu lernen, dass ich nicht weiß. Eine Nebenbemerkung. Ich stelle zum Beispiel fest, wenn ich jetzt im Ruhestand morgens die Zeit habe, mit meiner Gattin gemeinsam die Bibel zu lesen, ich lese und sie hat eine andere Bibel und vergleicht und sagt mir, was bei mir falsch ist, dass ich im Lautlesen der Bibel vieles höre und sehe, was ich vorher nie gesehen und gehört habe. Und dann sagt er, ich lernte, dass ich mit dem Bibelwort die Anfechtungen überwinden lassen. Und er sagt sogar, wenn ich die Bibel lese, kommt Christus zu mir. Und gerade der Psalter war für Luther das Buch für die Angefochtenen, weil es die Männer, die die Psalmen schrieben, aus der Anfechtungen heraus geschrieben haben. Er geht so weit, dass er sagen kann, nur der Angefochtene kann die Bibel wirklich verstehen. Und Voraussetzung ist dieses demütige Herangehen. In dieser Spannung
gottesdienstliche Bibellesungen, Psalmengebet, Anfechtungen, wurde Luther dann schließlich zum Bibelausleger. Und so sagt Luther am Ende seines Lebens, seines Theologiestudiums, 1512, als er zum Doktor der Theologie promoviert wird: Ich liebte. Man sollte eigentlich die Präsensform verwenden: Ich liebe die Bibel. Und Luther ging es um den buchstäblichen Sinn, wobei er sehr wohl wusste, dass alle menschliche Sprache auch Bilder, Figuren, Redewendungen und so weiter benutzt. In der Vorrede zum ersten Band seiner deutschen Schriften von 1539 gibt er eine Anweisung über die rechte Weise, die Theologie zu studieren. Und er weist dabei hin auf Psalm 119 und sagt: In diesem Psalm findest du drei Regeln, die den ganzen Psalm hindurch reichlich vorgetragen werden. Die heißen Gebet, Meditation, Anfechtung. Und dann führt er das im Einzelnen aus. Das war sein eigener Weg, auf dem sich ihm die Schrift öffnete. Will man Luther, will man dieses Festhalten an der Bibel, ja, dieses Gefangensein in der Heiligen Schrift verstehen, dann muss man eben sehen, dass er all die Fragen, die ihm im Glauben umtrieben, an die Schrift herantrug in der Erwartung einer Antwort. Und damit veränderte sich dann seine Theologie und das Neue kam in Gang. Jetzt haben wir etwas gehört von dem Weg, wie Luther zur Bibel fand. Und ich darf noch einmal für die Ungeduldigen unter uns sagen, das gelang nicht über Nacht. Ja, man kann so weit gehen und sagen, dass sein ganzes Leben lang nicht in der Bibel gewidmet war, sondern dass er sein ganzes Leben lang immer neu und immer neu aus der Bibel lernte. Er kam nie ans Ende. Da wirst du diese drei Regeln finden. Nicht wahr? Luther hat in dreifacher Funktion mit der Bibel zu tun gehabt. Er war ja nun Professor an der Universität Wittenberg seit 1512. Und zwar Professor für biblische Theologie, für die Bibel. Und seit 1512 bis zu seinem Tode 1546 hat er jedes Jahr als Professor ein biblisches Buch ausgelegt. Und wenn er dann zurückkam, etwa zum Psalter wieder oder zum Galaterbrief wieder, dann hat er nicht das genommen, was er vor 2, 3, 4 Jahren schon einmal gesagt hat. Dann hat er sich neu hineingekniet und weitergemacht. Aber neben dem, dass er Professor war, war er zugleich auch Prediger an der Stadtkirche. Oft musste er zweimal am Tag predigen, morgens und abends. Und er hat im Allgemeinen biblische Bücher fortlaufend ausgelegt, weil er wollte, dass die Menschen die Bibel als Ganzes kennenlernen. Und wenn man diese Predigten liest, dann sagt er eigentlich nichts anderes als das, was er den Studenten an der Universität sagte. Er sagt es in anderer Sprache. Denn die Leute, die in die Kirche kamen, kannten ja kein Latein und kannten keine Philosophie. Aber es ging ihn um diese eine Botschaft. Professor der Heiligen Schrift, Prediger und das dritte Bibelübersetzer. Wenn er das Neue Testament in 11 Wochen übersetzt hat, dann ist damit die Bibelübersetzung nicht abgeschlossen,
Sobald er dann im März, April nach Wittenberg zurückkehrt, fängt er mit Hilfe seiner Freunde an, das, was er erarbeitet hat, zu überarbeiten. Und dann wagt er sich an die ersten Schriften vom Alten Testament heran. Und nun, weil ihm vieles andere eben auch getan werden muss, dauert es 13 Jahre bis 1534, bis auch das ganze Alte Testament in Druck kommt. Aber wenn er damit fertig ist, fängt er wieder von Neuem an. Weil er sagt, wie kann ich die Propheten, wie kann ich David, wie kann ich den Psalter so ins Deutsche bringen, dass sie Deutsch reden? Und dass die Menschen es mit dem Herzen vernehmen können. Das war das, wie kam Luther zur Bibel? Und das andere, die Frage, Entschuldigung, jetzt muss ich aufpassen, da ist mir etwas durcheinander gekommen. Wie ging er mit der Bibel um? Nun lassen Sie mich zu diesem Punkt kommen, sola scriptura heute. Die Voraussetzung, dass die Bibel Gottes Wort ist, das ist, dass Gott geredet hat. Und dieses Reden Gottes bezeugt die Bibel von der ersten Seite bis zur letzten. Bitte klammern Sie sich nicht an 2, 3 Bibelstellen, ich bitte Sie herzlich. Es beginnt doch gleich auf der ersten Seite. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach. Und dann geschah, was Psalm 33 sagt, so er spricht, so geschieht's. Und wenn wir weitergehen, dann kommen wir zu der Vätergeschichte. Das Erste, was wir dann hören, 1. Mose 12, ist, und es, der Herr sprach zu Abraham. Und wenn wir weiterkommen zu den Propheten, ich denke an Jeremia, mit dem ich mich in den letzten 12 Jahren besonders beschäftigte, immer wieder heißt es, und das Herrn Wort kam zu Jeremia, und das Herrn Wort kam zu Jeremia, und das Herrn Wort kam zu Jeremia. Und dann, wenn ich ins Neue Testament hineingehe, dann heißt es, und am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und dann fasst das der Hebräerbrief zusammen, indem er rückschauend sagt, nachdem Gott vielmals und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns den geredet, der Sohn ist. Der Sohn, Jesus, ist der das letzte Wort Gottes hat. Und jetzt könnte ich weitergehen bis hin in die Offenbarung. Schauen Sie, wir brauchen nicht 2 oder 3 isolierte Bibelstellen, wenn es darum geht, ob Gott geredet hat. Die ganze Bibel ist voll davon, von Anfang bis zu Ende. Und deshalb können auch wir, weil Gott geredet hat, heute in der Heiligen Schrift Gottes Stimme vernehmen. Und darauf gründet der Glaube. Wie das gekommen ist, ich weiß nicht, ob das, was ich hier sage, aufgenommen wird. Ich vermute, der Wilhelm Rhein, der ist schon dahinterher. Aber sonst wäre es verklungen. Damit Wort bleibt, muss es geschrieben werden. Mein Vater, nicht nur Bauer, sondern ein kleiner Dorfschmied,
sagte zu meinem älteren Bruder, der das Geschäft übernehmen sollte, immer wieder, schreib's auf, wer schreibt, der bleibt. Nur weil es niedergeschrieben wurde, auch darüber morgen mehr, deshalb ist es für uns geblieben. Nun lassen Sie mich sagen, was sola scriptura nicht bedeutet. Es bedeutet zum einen nicht, dass die Bibel uns alles sagen würde, was es über Gott zu wissen gäbe oder was wir über Gott wissen möchten. Ich nenne nur einige Themen: Erwählung, Trinität, Einzelheiten der Wiederkunft Jesu, was tat Gott vor der Schöpfung und so weiter und so weiter. Er schreibt an Erasmus in dieser Schrift vom unfreien Willen, dass in Gott viel verborgen ist, was wir nicht wissen, daran zweifelt kein Mensch. Doch die Bibel sagt uns alles, was wir zu unserem Heil und zu einem Gott wohlgefälligen Leben wissen müssen. Ich stehe ich sollte eigentlich drei Füße haben. Auf der einen Seite bin ich ganz bei Luther und bin dankbar dafür. Auf der anderen Seite bin ich im schwäbischen Pietismus daheim und bin dankbar dafür. Und dann lese ich immer wieder neu mit Begeisterung Calvin, vor allen Dingen seine Institution. Und dann stoße ich bei Calvin auf die eine Stelle, wo er sagt, einen guten Theologen erkennt man daran, dass er um seine, jetzt lateinisch, docta ignorantia weiß. Man könnte auch sagen, sancta docta ignorantia. Sie können kein Latein, sagen wir schon mal miteinander. Sancta, ja, auf, kommt. Sancta docta ignorantia. Eine heilige, gelehrte Unwissenheit. Das bedeutet nicht, dass wir als Christen dumm bleiben sollen, sondern dass wir die Grenzen dessen erkennen, was wir über Gott wissen können und uns darin bescheiden lassen und diese Grenzen anerkennen und nicht anfangen, darüber hinaus zu spekulieren. Das Zweite, die Bibel sagt uns nicht alles, was in ihrer Zeit geschah. Ich denke gar nicht an die Weltgeschichte damals, ich denke an die biblische Geschichte. Aber ihr Blick ist auch begrenzt durch die damalige Welterkenntnis. Gehen wir doch einmal zu 1. Mose 10, da werden 70 Völker genannt. Die sind aber alle aus dem Bereich der damals bekannten Welt. Die Chinesen und die Inder und die Eskimos und so weiter kommen nicht vor. Nicht wahr, sie sagt uns nicht alles. Und von den Königen Israels und Judas gäbe es viel mehr zu sagen. Und wenn Sie die Königebücher lesen, dann heißt es immer wieder, und wer mehr wissen will, der kann ja in die Archive gehen und dort nachlesen. Also die Autoren wussten sehr wohl, da gäbe es mehr zu sagen. Aber wenn man sich einmal vorstellt, der antike Schreiber hatte nur begrenzten Platz. Papier war nicht so billig wie das hier heute. Ja, weg. Und da musste er das draufschreiben, was mit dem beschränkten Platz möglich war. Die Bibel sagt uns auch nicht alles aus dem Leben Abrahams, noch aus dem Leben Moses, noch aus dem Leben Jesu oder dem der Apostel. Gelegentlich hörte der Matthias, das war nicht richtig, dass sie den gewählt haben. Von dem hören wir gar nichts mehr.
Von 9 anderen Aposteln hören wir auch nichts mehr. Wir dürfen nicht mit falschen Erwartungen an die Bibel herangehen. Und so heißt es am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 20, Vers 30, 31, noch viele andere Zeichen tat Jesu vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Die Bibel hat ein Ziel, dass wir zum Glauben, zur Vergebung der Sünden und zum ewigen Leben kommen. Und danach schreibt sie. Wenn ich einen Artikel zu schreiben habe, dann habe ich ein Ziel. Ich sage gelegentlich zu meiner Frau, meine Not ist, ich habe zu viel Material, das bringe ich nicht unter, angefangen von einer Predigt, angefangen vom heutigen Abend. Ja? Wo ich dann sagen muss, und was muss jetzt wirklich sein? Und das gilt auch von der Bibel. Und das führt nun nicht dazu, dass wir das immer wieder Fragen offen, führt eben nicht nur dazu, dass immer wieder Fragen offen bleiben, sondern auch dazu, dass uns manches ungereimt und widersprüchlich erscheint. Nicht nur, da schreibt mir der Bruder aus Neuwied, der dortigen Gemeinde, der die Jungschar hat, wir sind dabei, die Königbücher zu betrachten in der Jungschar. Und jetzt ist da das geschrieben und in Chronik das, und wie bringe ich das zusammen? Ich muss ihm schreiben, vergiss nicht, er heißt wie ich Helmut, in beiden Büchern haben wir eine Auswahl aus der Fülle des Geschehens, und weil uns das andere fehlt, bringen wir nicht immer alles zusammen. Und deshalb gibt es scheinbare Widersprüche da in der Bibel. Lassen Sie die stehen. Manche lösen sich mit der Zeit, mit manchen müssen wir leben, und wir merken auf einmal, das macht uns im Glauben gar nicht so viel aus, und mit manchen werden wir sterben. Dass ich an manchen Stellen Ungereimtheiten in der Bibel finde, bedeutet nicht, dass sie insgesamt unzuverlässig wäre. Sondern die Frage ist, was ist das Ziel? Und daran orientiert sie sich. Ein dritter ist, die Bibel will richtig gelesen werden. Ich erzähle das jetzt in einem kleinen Episode. Wir haben ein Männergebetsfrühstück. Und ich habe vor einiger Zeit einen Mann eingeladen, der viel im Gottesdienst war. Ich habe gesagt, möchten Sie nicht auch kommen? Ja, ich komme. Aber ich weiß nicht, wie man betet. Sie alle sind in sehr frommen Familien aufgewachsen. Sie lernen das schon im Kinderbett, wenn die Mama kommt und mit Ihnen am Abend betet. Danken Sie Gott dafür. Da ist ein Mann, er ist auf die 70 zugegangen und sagt, ich weiß nicht, wie beten. Ich sage, kommen Sie einfach dazu. Und dann kam er. Dann sagte ich, wissen Sie, ja, wir waren dann sehr schnell per Du, Sie dürfen auch einen Liedervers beten oder ein Bibelwort beten. Und dann kam er und hat er sich aufgeschrieben, was er beten will. Und jetzt ist er da, wo er mit freien Worten betet. Und neulich sprachen wir über das Bibellesen. Ja, sagt er, ich bin immer in die Kindergottesdienst gegangen und immer in die Jungschar. Und da hat man mir gesagt, ich muss die Bibel lesen. Ich habe vorne angefangen, aber ich habe das nie verstanden und dann habe ich es aufgegeben. Dann sagte ich, ja, ich glaube das. Denn die Bibel ist ursprünglich der Gemeinde gegeben. Schauen Sie, die Johannes-Offenbarung richtet sich an die Gemeinden. Und ich habe es ja vorhin gesagt, wie schwierig das war. Da wurde es vorgelesen und da wurde man darüber gesprochen und da konnte es erklärt werden. So haben wir es in Neuguinea gehabt.
Und hier im Kreis der Brüder und der Schwestern, da kann ich dann auch fragen, was verstehe ich? Der Kämmerer musste auch fragen, wer ist denn das? Ich verstehe das nicht. Komm und hilf mir. Natürlich gab es auch Leute wie in Berea, die täglich in der Schrift forschten, ob es sich so verhielte, wie es Paulus sagte. Aber das ist im Plural, nicht im Singular, also in der Mehrzahl, nicht in der Einzahl. Die saßen zusammen über der griechischen Übersetzung der Septuaginta und hörten zu, was Paulus sagte. Und dann habe ich gesagt, brauchen wir Hilfen? Wir haben nicht immer einen Bruder, eine Schwester, eine Ehefrau, einen Ehemann. Es gibt Bibellesehilfen. Und ich habe ihm dann eine gebracht und er hat sich riesig gefreut darüber. Also, es ist der Schweizer Theologe Emil Brunner, bei dem ich das gelernt habe. Die Heilige Schrift gehört zunächst in die Gemeinde. Da können wir einander helfen, einander fragen, aber auch bei irrigen Antworten einander korrigieren. Und jetzt käme ich eigentlich zu 4.3, was die Schrift auszeichnet. Aber es ist 8:30. Sie müssen morgen zwar Männer nicht, die wenigsten müssen zur Arbeit, aber die Frauen müssen morgen arbeiten. Und deshalb denke ich, wir machen hier einen Strich und an dem Punkt setze ich morgen Abend ein. Und wenn Sie nur 10% von dem mitnehmen, was ich heute Abend gesagt habe, dann haben Sie eine gute Ernte, die Sie mit nach Hause nehmen. Ich danke.